Moin moin Leute, hier ist wieder eure Ultrakeks-Kanone zurück in der neuen Aufnahmesession von StarCraft 2. Übrigens habe ich auch gleich mal. Oh, gucken wir uns gleich alles an. Ich möchte nur noch kurz was sagen. Und zwar habe ich mal kurz versucht, oder besser gesagt, ich habe einfach mal mein Mikrofon angepasst, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht mehr ganz so übersteuert ist, wie ich in den letzten Folgen, als ich mir sie mir angeschaut haben, auch in Vanish gesehen habe. Oder besser gesagt gehört. Da war es nämlich reichlich übersteuert. Hoffe, das ist jetzt in Ordnung. Muss ich noch ein bisschen dran rumwerkeln. Aber jetzt schauen wir erstmal, was ist das Missionsarchiv und die Sternkarte. Wir sehen uns euch die Highlights abgeschlossener Missionen an. Sie können die Mission auf höchster Schwierigkeit erneut spielen. Genau, das machen wir aber nicht, da das Let's Play sonst zu lang dauern würde. Bonusziele werden gewährt. Genau, Sternkarte enthält Einsatzbesprechungen für die Mission, die Ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Klicken Sie mit der linken Maus. Alles klar. Gut. Erstmal würde ich sagen, schau mal hier mal kurz rein. Genau, alles klar. Dann sprechen wir mal mit Horner. Wie schlimm sieht's aus, Matt? Zerg greifen überall im Sektor an, Sir. Mengsk hat die Flotte zurückgezogen, um die Kernwelten der Liga zu schützen. Die Randwelten sind nun sich selbst überlassen. Es ist der reinste Albtraum. Wir können diese Invasion nicht mit einem einzigen Großkampfschiff und einer Handvoll Freiwilliger aufhalten. Am besten halten wir uns einfach da raus. Wir können uns an Möbius eine goldene Nase verdienen, bis sich die ganze Sache beruhigt hat. Du verstehst es einfach nicht, Sträfling. Das wird sich nicht so einfach beruhigen. Die Zerg werden so lange weitermachen, bis wir alle tot sind. Keine Sorge, Matt. Wir setzen die Sache nicht einfach aus. Aber wir sind auch nicht gerade in bester Verfassung. Erstmal verdienen wir ein wenig Geld, damit wir unsere Streitkräfte aufbauen können. So können wir etwas ausrichten, wenn es darauf ankommt. Also haben wir schon mal einen Plan. Was ist das Arsenal? Ui. Seht mal her, unser glorreicher Anführer ist zurückgekehrt. Was liegt an, Cowboy? Was gibt es Neues, Swan? Das Übliche. Ich schraube an neuem Spielzeug für unsere Truppen. Du verpasst unsere Ausrüstung den letzten Schliff, was? Oh ja, hier auf der Konsole kannst du Upgrades hinzufügen. Aber so eine Armee auszurüsten ist nicht ganz billig. Diesmal hast du doch bestimmt Credits mitgebracht, oder? Ich weiß, wir waren in letzter Zeit knapp bei Kasse. Aber dieses Artefakt, das wir auf Marsara aufgelesen haben, wird uns ordentlich was einbringen. Das habe ich vorher schon mal gehört, Kumpel. Diesmal ist es was anderes. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, den Satz kenne ich auch aus bekannten Kreisen. Okay. Schauen wir mal, was können wir denn aufrüsten? Sanitäter und Space Marine Basis. Was? Bunker. Projektilbeschleuniger erhöht die Reichweite aller Einheiten im Bunker um 1. Neostahlbunker erhöht die Anzahl der Bunkerplätze um 2. Also die Bunker sind ja schon mal klasse. Und da wäre eigentlich mehr Anzahl drin schon mal nicht schlecht, weil die Reichweite ist schon in Ordnung. Sagen wir hier, ermöglicht die Verwendung von Stimpak Space Marine, erleidet 10 Schaden, feuert und bewegt sich aber 15 Sekunden schneller. Halten zusätzliche Trefferpunkte und was ist hier? Benötigen kein Techlabor. Das wäre natürlich auch klasse. Wir heilen Ziel schneller und effizienter. Ah, kann man uns noch nicht leisten. Aber wisst ihr was? Ich nehme erstmal den Neostahlbunker. Achso, man kann beides upgraden. Ich dachte hier nur, als geht ein Upgrade. Dann nehmen wir noch beides, aber jetzt können wir uns keine Infanterie mehr leisten, weil wir keine Credits mehr haben. Macht aber nix. Swan, was gibt's? Unsere Ausrüstung zu verbessern ist ja schön und gut, aber wann kriegen wir neues Zeug her? Wir haben im Moment große Lücken in unserem Inventar. Manchmal finden wir bei einer Mission neue Ausrüstung und ich besorge den Bauplan, sodass wir mehr davon herstellen können. Die Pläne für anderes Zeug müssen wir sonst erbetteln, ausleihen oder stehlen. Ich bin für Ausleihen. Die Arsenalkonsole erlaubt Ihnen den Erwerb von Upgrades für Ihre Einheit. Links, das haben wir doch gerade gemacht. Okay, dann mal zurück zur Brücke. Auf die Schiffsmesse und Labor können wir noch nicht zugreifen. Okay, Tychus. Mann, Jimmy, du hast ja ein richtig nettes Schiff. Wie bist du denn an so einen Luxusdampfer gekommen?
Die Hyperion war mal Mengs Flaggschiff. Als es dann mit ihm nicht mehr so geklappt hat, haben Matt und ich beschlossen, sie uns auszuleihen. Dieses Baby hat uns schon einige Male geholfen, als es eng wurde. Wo wir gerade bei eng sind. Tychus, wieso trägst du eigentlich noch immer deinen Anzug auf meiner Brücke? Ja, genau. Was ist los, Tychus? Ist dir etwa der Reißverschluss kaputt gegangen? Okay. Um ehrlich zu sein, hat mir jemand bei meinem Ausbruch ein wenig unter die Arme gegriffen. Sagen wir mal, dass ich jemandem was schulde. Jetzt stecke ich halt in dem Anzug fest, bis ich diese Schulden bezahlt habe. Und wem genau schuldest du jetzt was? Wer hat dir ein wenig unter die Arme gegriffen? Die Jungs von Möbius natürlich. Oder glaubst du, ich bin denen im Museum über den Weg gelaufen? Die sind richtig scharf auf diese Artefakte. Deine Schulden sollten uns besser nicht in die Quere kommen, Tychus. Deine schmutzigen Geschäfte auszubaden war nicht Teil der Abmachung. Du verstehst gegen Gesellschaftervertrag, Klausel 345, okay. Sternkarte, schauen wir mal weiter. Wie ist die allgemeine Lage, Matt? Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Eine der Kolonien dort wird von den Zerg angegriffen. Unser Knastbruder Tychus hat uns eine neue Mission organisiert, bei der wir ein weiteres Artefakt bergen müssen. Es befindet sich auf der Protoss-Schreinwelt Monlith. Planeten retten? Vor Zerg-Übernahme? Oder Artefakt nehmen, damit man mehr Geld bekommt? Natürlich die Welt retten, Mensch. Kennt mich doch. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Agria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte helfen Sie uns. So, da sind wir wieder. Das Spiel hat er sich gerade verabschiedet. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. So, jetzt hat es auch wieder alles funktioniert. Ich musste mal eben ein paar Einstellungen neu justieren. Aber das hält uns natürlich nicht vom Spielen ab. Denn so lange habe ich ja Playclaw noch nicht. Bei Fraps wusste ich alles, wie die Einstellungen zu machen sind, aber Playclaw ist noch etwas Neuland. Aber so langsam wird das schon. Los geht's. Oh, was ist das denn? Auf Feuerfresser. Cool. Ich bin ganz Ohr. Ich habe uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Schwere Infanterie hat man immer gerne. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Los geht's! Ich bin Feuer und brennt, Zerglinge, brennt! Oh, hier kommt ein bisschen mehr. Gut gemacht! Brennt. Alle schön heilen und was geht's? Riecht nach. Sie. Gott sei Dank, dass Sie hier sind.
Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Dankeschön. Nehmen wir doch gerne. Bekämpft voll. Also erstmal natürlich wieder das noch standardmäßige Basen aufbauen. Jetzt können wir auch Feuerfresser ausbilden, sehr schön. Jetzt sollen wir den Zivilisten hier wohl helfen, evakuiert zu werden. Na, dann machen wir das doch. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Scheiße. Das wird ein schöner Weg. Der erste Konvoi wird demnächst Lark's Crossing verlassen. Hallo, ich hab noch gar nichts gemacht. Du machst mal hier Bremse rein. Lasst mich doch erstmal aufbauen. BBF einsatzbereit. Ich muss erstmal meine Produktion starten. Wartet gefälligst, bis ich fertig bin. Kannst kaum noch erwarten. Benötige weitere Depots. Oh. Von mir aus. Komm, sammelt schneller Mineralien, wir haben sie dringend nötig. Die warten nicht auf uns. Wir sollen denen helfen, aber die machen uns Vorschriften. Ey, das sind die Richtigen, ja. Verstanden. Benötige weitere Depots. Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Los geht's! Was mit den paar Hanseln hier soll ich die jetzt eskortieren, da große Scheiße? Losgeladen und worauf soll ich ballern, Sir? Kommen noch zwei Space Marines mit. Befehle erhalten! Derweil muss ich meine Versorgung hier weiter aufstocken. Also geht das gar nicht hier. Bereit machen, Jungs! Abmarschbereit! Schnell sammeln die ein. Wartet! Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Ach, braucht man nicht. Ich eskortiere die Leute lieber so. Selbstverständlich. Positiv. BBF einsatzbereit. Was nicht passt, wird passend gemacht. Oh, da kommen sie. Hier komm ich. Ja, Mineralien. BBF bereit. Roger. Keine Zeit groß wegzugehen, hier müssen wir weiter beschützen. Nimm doch das Gas auf, du Flasche! Oh, shit. Der Konvoi ist in Gefahr! Auf sie, Jungs! Hey, hör auf, diese verdreckte Erde hier auszukotzen. Jawohl! Was ist das denn? Ein Kokon. Alles klar. Ah, Zergforschung. Sehr schön. Los! Selbstverständlich. Mach dieses Schiff fertig. Okay, den ersten Kurier. Naja, Konvoi hätten wir schon mal geschafft. Ich kümmere mich drum. Was nicht passt, wird passend gemacht. Der kann ich nicht bauen. Ich erforsche auf dem Rückweg hier gleich mal ein bisschen die Karte. Bingo! Benötige weitere Depots. Wird doch schon gebaut. Worauf soll ich ballern? Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner.
Wie sollen wir den komplett überwachen? Oh je, ich gehe erstmal zurück. Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Na, ich bin lieber für Leibschutz. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Bereit machen, Jungs! Heil den armen Kerl wieder. Jawohl! Kannst kaum noch erwarten! Der geht einfach trotzig da weiter. In Ordnung! 1, 2, 3, dann sind die voll da rein, jawohl. Na, klappt doch langsam. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Eskortierungsstrategie, ja. Was ist das denn? Nein, alle Auswahl. BBF einsatzbereit. Sobald ich eine ordentliche Truppe habe, am besten, wenn ich das nächste Mal zurückkomme vom Schiff, dann erkunde ich mal ein bisschen die Karte. Dann habe ich auch genug Feuerkraft. BBF bereit. Ein paar Versorgungsdepots können nicht schaden. Aus der Bahn! Abmarschbereit! BBF einsatzbereit! 2, 3, 1, 2, jo, fehlen noch ein paar. Oder weil ich mich dann erst auf die Fahrt konzentrieren muss, erstmal nur die 3. Auf zum Raumhafen! Los, Bewegung! Los geht's, los! Auf los geht's, aber los! Du. Ich kümmere mich 10 von 50, los. Also muss ich jetzt nur 5 von diesen Konvois begleiten. Wäre cool. Aber ich darf nicht so weit vorrennen. Der Doktor ist da. Ja, du kommst gleich mal mit. Ein paar Healer kann man noch gut gebrauchen hier. Dann die zwei, die noch mit in das andere Vespinengas Raffinerie kommen. Da kommen sie! Haltet sie auf, der Bunker! Mineralien zu sammeln haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen den Konvoi beschützen. Warum nicht? Mit unserem Leben. Los, los, los! Verbesserte Zergs. Macht sie fertig. BBF bereit. Selbstverständlich. Hör auf, das Gebiet zu verpesten, du Scheiße. Geht drauf. Wird gemacht. Seht hier. Verstanden. Da sind die nächsten. Da haben die manchmal 6 Plätze. Ist doch auch nicht schlecht. 6 Plätze und größere Reichweite. Was ist das denn? Bereit machen, Jungs. Aber sicher. Und eigentlich würde ich sagen, die sollten sicher sein, aber. Was ist das denn? Kaum noch erwarten. Geht klar. Von wegen. Sicher. Und jetzt erkundige ich mal hier ein bisschen die Karte. Immer mit der Ruhe. Warten. Abmarschbereit. Oh Gott. Weg hier! Hier komm ich! Das war eine miese Idee. Positiv. Können jetzt ab nach Hause, schnell nach Hause.
Ah Gott, ich brauche Einheiten. Button! Zweite Kaserne BD. Hier kann ich nicht bauen! Das lief ja schon mal nicht so rosig. Obwohl, Hilda habe ich jetzt erstmal genug. Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Toll, meine halbe Armee wurde dezimiert. Durchgeladen und entsichert. Am besten mache ich hier wieder das mit dem Forschungslabor, also dem Dichlabor und das andere mit dem Reaktor, damit dann schneller Einheiten kommen. Das sollte eigentlich, also hat sich bisher immer als beste Strategie für mich erwiesen. Oh, ein Reaktor. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ja. Von mir aus. Und dann 5 Feuerfresser sollten eigentlich gut sein. Lasst uns hier nicht zurück! Keine Sorge, wir nehmen euch schon mit. Dich nehmen wir noch mit und dann geht's los. In Ordnung! Wird gemacht! Wahnsinn! Stellt euch mal ordentlich auf, die Heiler sollten nicht vorne rennen. Soll ich in Bereitschaft? Immer mit der Ruhe. Schon wieder so ein ekelhaftes Viech. Kann's kaum noch erwarten. Da sind sie wieder. Lass doch mal den Bunker in Ruhe, ihr Säcke. Lasst sie nicht zu den Bewohnern. Aber sicher. Ah, da unten sind sie. In Ordnung. Also nicht hinter kann ein bisschen denken, auch nicht schlecht. Freu mich schon drauf. Los, los, los. Beste Gruppen am Marsch. Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Alles easy. Geht klar. Kann's kaum noch erwarten! Geht raus! Verstanden! Wird gemacht! Die zergreifenden Konvoi an! Auf sie! Nein, der Heiler! Verdammt! Warum nicht? Bingo! Okay, war's das jetzt? Dann würde ich gerne wieder zurückgehen. Wahnsinn! Weil da in die Basis gehe ich noch nicht rein. Aber sicher. Ich schau erstmal, was da ist. Ja. Worauf soll ich ballern, Sir? Geht klar! Roger! Ah, ein Artefakt, sehr schön. So, dann komme ich dann hier raus. Verstanden. Selbstverständlich. Kann's kaum noch erwarten. Ah, hier unten. Immer mit der Ruhe. Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Abmarschbereit! Klingt doch super. Und dann mit der neuen Gruppe sollte es eigentlich möglich sein, die Basis da oben zu zerstören, würde ich meinen. Ein paar Healer 2 nehmen wir mal noch mit.
Mineralien haben wir auch noch genügend. Durchgeladen und entsichert. Läuft doch alles nach dem Schnürchen. Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Commander. Noch nicht. Obwohl, da können wir sie auf den Weg treffen, auch nicht so schlimm. Kann's kaum noch. Müssten sie normalerweise die Soldaten so einen kleinen Smalltalk halt mit so kommt. Na, wie war die Reise? Ja, ja, haben jede Menge Zeit in die Arsche getreten, aber ansonsten alles Butter. Bereit machen, Jungs! Also ich merke schon, die einzelnen Folgen werden hier ganz schön lang, aber das. Ich hoffe, dass kein Taser das mitmacht. Kommt noch was? Ah, wenn das voll ist, dann wird das hier unten angezeigt. Sehr schön. Gibt anscheinend keine Einheitenbegrenzung von der Auswahl her. Nicht so wie in Age of Empires, wer das noch kennt, nur glaube 40 Einheiten oder so maximal in der Auswahl. Und die anderen ließen sich einfach nicht gleich mit auswählen. Jetzt geht's rund! Alle da, es kann losgehen! Jo, mit der Gruppe sollte es super einfach gehen. Ich freue mich schon drauf! Jawohl! Hier kommt die Armee! Aber sicher! Der Doktor ist da! Durchgeladen und entsichert! Oh, da. Wahnsinn! Oh je, diese. Warum nicht? War auch kein Problem, wenn es nicht allzu viele davon werden. Kann's kaum noch erwarten. Ich kümmere mich drum. Nö. Verstanden. Ihr fahrt schön weiter und wir machen das hier. Genau so. Die Zergs sind durchgebrochen. Macht sie platt. Positiv. Was ist denn hier los? Los, los, los. Kann's kaum noch erwarten. Nehmen wir mit der Ruhe. Aber sicher. Ich könnte, glaube ich, sogar... Oh, ich könnte sogar den Wagen angreifen. Das wäre aber ein bisschen blöd. Wahnsinn. Nicht explodieren. Haltet sie auf! Selbstverständlich! In Ordnung! Da kommt der nächste, Achtung! Oh je! Gar kein Schaden, obwohl der mitten auf euren Schädeln gelandet ist. Sehr schön. Sowas nenne ich darf. Oh, alles in Butter. Na, ah, da kommen die nächsten. Bingo! Aye, aye, Sir. So, jetzt nehmen wir uns mal die Basis hier zu Herzen. Ich kümmere mich drum. Wird gemacht. Auf nach Verdorben. Nehmen wir mit der Ruhe. Feuer frei! Attacke! Oh Gott, mach den Turm platt! Scheiß Türme! Heiler, tut euren Job! Das sieht schlecht aus! Störungen, die sich auf sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Na wunderbar. Ey, das gibt's nicht. Die nehmen uns auf und auseinander hier. Da. Bah. Was liegt an? Hier kann ich nicht bauen. Ja. Na gut, bevor der nächste Konvoi bereit ist, gibt's hier unten noch was zu erkunden? Eigentlich nicht, oder? Nee, würde ich nicht sagen.
hier vielleicht. Die werden ja noch ein Weilchen brauchen, hoffe ich. Aber ohne Mist, so eine starke Basis. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. 2 von 3 Forschungen. Irgendwo muss ja hier noch einer sein. Ich glaube, hier hinten ist nichts. Nein. Schnell hier wieder hin. Schlechte Neuigkeiten? Ich bräuchte noch eine weitere Kaserne, dann kommen wir auch hinterher mit der Produktion hier. Jetzt geht's rund! Feuer gefällig! Das geht nicht, da ist kein Platz! Mensch, lauf doch dran vorbei! Verstanden! Ich bin schon unterwegs! Von wegen kein Platz! Straße auch sicher. Ach, schätze, wir werden es herausfinden. Du hast es erfasst. Auf geht's. Wahnsinn. Befehle erhalten. Vielleicht war es noch keine so gute Idee, den Bunker zuerst zu upgraden, weil ich den hier eh nicht benutze. Naja. Vielleicht ist hier unten ein Artefakt. Ja, das Schiff verpackt es alleine. Da ist es, schnell, nehmt es ein. Oh je. Schnell, nehmt es ein. Okay, jetzt schnell wieder zum Konvoi. Lauft, 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 die brauchen Schutz. Sicher. Schnell. Warum nicht? Da kommen sie schon. Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Schön dabei. Immer mit der Ruhe. Wahnsinn. Weg mit dir, du Viech. Ich kümmere mich drum. Nein, die Kolonisten. Die Zerg greifen den Konvoi an. Auf sie. Okay, der Wagen ist down, aber die leben noch. Verstanden. Alles in Butter, mehr oder weniger. Sicher. Langsam wird's ja echt massig. Warum nicht? Kommt, lauft, Jungs, lauft, lauft, lauft. Freu mich schon drauf. Wahnsinn. Abmarschbereit. Das sollte eigentlich reichen. Ja, geschafft. Das waren die letzten. Los, abheben. Wir haben die Kolonie verloren. Aber dank Enan sind wenigstens meine Leute noch am Leben, Commander. Eine traurige Stunde für die Kolonie. Aber wir haben sie gerettet. Und das ist das, was zählt. Also die Leute. Der Planet ist verloren, aber der lässt sich zurückerobern. Die Leute werden sie tot, die werden tot. Aber sind sie nicht. Yeah! Okay, das war jetzt echt eine ganz schön lange Folge. Ich glaube, ich muss mich da jetzt bei StarCraft 2 immer auf solche langen Folgen einrichten. Die Brücke der Hyperion. Gute Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden.
Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns am besten helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich. Und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden Sie Statman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Schiffsmesse der Hyperion. 34 Minuten später. Wer ist das denn? Du hast es bestimmt schon gehört, Rainer. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga... Der zopft StarCraft 2! ...werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot den Markt. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Maltan. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person, Herr. Okay, also scheinen neue Söldner bereit zu stehen. Devil Dogs, okay. Sehr schön. Nehmen wir doch. Achso, das sind keine einfachen Soldaten. Unterstützungseinheiten, alles klärchen. Gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, für die Folge reicht's erstmal. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann, eure Ultra-Kanone. Ciao. Also diese Autos sind sehr anfällig. Ja, also bei einem normalen Berührer normalerweise fällt doch keiner... Wieso drehe ich mich? Ich will nicht rückwärts fahren. Alter. Safety Car, gelbe Flagge.